Hallo aus dem 7er Club Mannheim. Heute Bandsupporter Vorrunde und die Locals sitzen auf der Couch. Ja, aber hallo. Genau, erzählt erstmal, wer ihr seid und was ihr für Musik macht, würde ich sagen. Wir sind Wafer. Wie gesagt, kommen aus Mannheim. Uns gibt es seit Oktober 22. Ja, Oktober 22. Laut Finanzamt seit Oktober 22. Ja, damit es hier steuerrechtlich hier keine Probleme gibt, seit Oktober 2022. Genau, wir machen laut uns Postpunk, laut vielen anderen Dead Rock. Laut anderem auch Indie. Ja, oder auch Indie. Ja, Dead Indie. Ich glaube, es ist eine ganz gute Brücke zwischen den Genres. Genau. Ne? Also ein bisschen Post-Punk-Einflüsse, Indie-Einflüsse. Auch ein bisschen. Ja, schon auch rockige Einflüsse teilweise auch. Jetzt halt genau. Na gut, wir kommen ja auch aus verschiedenen Genres. Genau, ich meine, ihr habt ja davor auch schon Musik gemacht. Das wäre so die zweite Frage gewesen. Ihr habt euch vorher schon gekannt oder irgendwie jetzt, weil ihr die Band ja neu gegründet habt? Genau, als wir uns gegründet haben, haben eigentlich Matze, Bass und ich an Drums gestartet und haben gesagt, hey, wir würden gerne eine Post-Punk-Band machen. Ich wusste bis dahin noch nicht mal, was Post-Punk ist. Dann haben wir gestartet und dann hat sich daraus irgendwie das alles hier ergeben und es kam einer nach dem anderen dazu. Und wir haben eigentlich verschiedene Einflüsse. Ich meine, Ali, du hast vorher eigentlich, kamst du eher... Ja, ich komme aus Aber das war ja auch das Witzige, ne? Ich meine, Ali kann ich ja auch noch aus einer anderen Connection, irgendwie aus unserer Hardcore-Connection. Genau. Ja, da habe ich so ein bisschen ins Mikro geschrien früher. Aber Texte hast du dann irgendwie gemacht oder wie kam es dann zu den Songs? Jetzt allgemein in der Band? Ja. Haben wir auch teilweise, also ja, sowohl, aber wir haben auch vieles zusammengeschrieben. Wir arbeiten tatsächlich viel zusammen, genau. Und nicht alles kommt von dem Instrument, wo man jetzt sagen würde, das wäre das Instrument, was das schreibt, sondern wir entwickeln Ideen ganz oft auch zusammen. Ja. Und das ist ganz schön und es funktioniert auch gut. Wir haben da einen ganz guten Workflow mittlerweile. Ja? Yes, wir sind eine demokratische Band. Okay. Also ich hatte ja das Vergnügen, euch schon letztes Jahr dreimal sogar zu sehen. Opening-Konzert, ein paar haben es vielleicht auf dem Kanal auch verfolgt gehabt, war ja dann auf der Buga gewesen. Genau. Da war es noch ein bisschen hallig, aber ihr hattet die meisten Leute damals am Start. Ich hatte ja fast alles gesehen, da lief es ja recht gut. Ja. Und dann hatten wir, was war ein Alter und der Nachtwandel Alter war, ne? An der Oase, genau, es war das Ziel. Saison-Closing, genau, und dann am Nachtwandel in der Kombüse. Genau, da war es so voll, dass ich dann durchs Fenster zugeguckt habe. die Kombüse zu klein gewesen war. Aber dafür haben wir ja heute im Prinzip die große Bühne im 7er Club. Ja. Gleicht sich ja alles wieder aus. Ihr wart jetzt zwischen, wann war Nachtwandel? Ende Oktober und jetzt 4-5 Monate. Ja. Wart ihr, glaube ich, mal zwischendurch im Studio was aufnehmen? Hatte ich da auf Instagram, glaube ich, gesehen. Immer ne? noch tatsächlich. Genau. Erzählt mal dazu, was habt ihr aufgenommen und wie lief's so? Ja, also wir sind gerade dabei, unsere erste EP aufzunehmen. Also erstmal haben wir wahrscheinlich vor, zwei Singles zu releasen, dann eine EP zu releasen. Und wollen, sind gerade eigentlich noch dabei. Jetzt sind die meisten Spuren sind drin. Jetzt fehlen noch ein bisschen Vocalspuren und dann geht es eigentlich ab ans Mixen und Mastern. Und dieses Jahr ist der Plan, quasi zu releasen. Ja. Genau, dann kommt ja ein Spendsupporter ganz gut zwischendurch mal wieder zum Spielen. Ja. Mal wieder warm machen ein bisschen. Genau, ich wollte gerade sagen, es sind jetzt so 4-5 Monate, wo es mal ruhig war. Neue Songs, also habt ihr in der Zeit auch was geschrieben? Ist alles noch ein bisschen Work in Progress. Heute gibt es an sich jetzt keinen neuen Song, aber sind schon dran, auch nochmal zwei, drei neue Songs reinzubekommen. Okay. Wenn das jetzt heute weitergehen würde, sind wir ja irgendwann, glaube ich, Mitte April im Bett in Frankfurt. Wäre ja auch noch vom Zeitlichen. Habt ihr fürs Jahr schon irgendwas anderes noch an Konzerten in Planung oder schon bis früher was kommt? Also wir sind gerade so mitten in der Booking-Phase und ich glaube, jetzt stehen noch einige Sachen aus. Wir haben ein paar Bewerbungen raus, wir haben ein paar Anfragen und jetzt, also wir haben jetzt noch nichts veröffentlicht an neuen Auftritten, aber wenn man uns auf Instagram folgt, das lohnt sich, waveoff_band, dann bleibt man immer auf dem neuesten Stand, was so an neuen Gigs ansteht und da wird sicher das ein oder andere in Mannheim und Umgebung, aber auch ein bisschen weiter weg kommen. Genau, ihr habt ja gesagt, ihr wollt auch mal ein bisschen außerhalb von Mannheim mal spielen, dass euch mal ein paar Leute mehr kennenlernen. Gut, Gelegenheit wäre vielleicht dann mal in Frankfurt das Fett schon mal zum Antesten.
Und ansonsten kommt ja vielleicht dann EP-Release oder irgendwas noch. Genau. Würde sich vielleicht auch nochmal anbieten als Gelegenheit, die ganzen Leute nochmal zu mobilisieren. Heute habt ihr ja auch ein paar Leute mobilisiert. Ich habe schon gesehen, ein paar Tickets sind ja schon on the way. Das heißt also so, der harte Kern ist euch treu geblieben, kommt heute auch zum Contest zum Unterstützen. Ja, ein paar Leute auf jeden Fall. Ich denke mal, es wird schon eine runde Sache. Ihr freut euch drauf. Ja, wir gucken nachher mal, wie es wird. Soundtechnisch klang es ja schon vielversprechend heute. Drums klingt schon ziemlich fett auf jeden Fall. Ich denke mal, es wird ein ganz guter Gig heute Abend und auch ein guter Abend. Ich habe ja schon ein paar mitgemacht dieses Jahr beim Bandsupporter. Ging immer richtig gut ab. Und dann freue ich mich nachher, wenn wir euch auf der Bühne sehen. Ne? Wir freuen uns. Bis später. Danke. Tschüss. Tschüss.